Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von Resident Evil 1. Chris Redfield langweilt sich schon ein bisschen, aber ihm wird die Langeweile schon vergehen, denn direkt vor der Tür, wissen wir ja noch, lauert ein Zombie. Okay, die Speicherdinger da haben wir wieder weggetan, dann müssen wir uns leider wieder rausbegeben. Wir können uns halt nicht immer einschließen, es geht nicht. Verbarrikadieren, das macht man vielleicht bei heutigen Survival Games. Damals ging es noch nicht. Da musste man antreten. Was ist er denn? Das könnte eventuell schon das Ende sein, wenn er mich jetzt erwischt. So, jetzt einmal messern. Und dann hoffen, dass er vielleicht schon tot ist. Natürlich nicht. Ich könnte eigentlich wirklich schon mal das Gras hier nehmen. Das Kraut. Ein bisschen Gras. So, schön verpackt. Lecker. Lecker. So, jetzt bis zur Ecke rennen und jetzt hoffen, dass wir jetzt endlich platt machen. Man muss da auch genau hinhören auf den Sound. Wenn sie halt so aus dem Screen rauslaufen, blieb nur eins übrig, genau hinhören und hoffen, dass er jetzt tot ist. Aber so richtig verlassen konnte man sich natürlich nie drauf. Okay, jetzt haben wir den schon mal platt gemacht. So, was haben wir hier hinten? Sie ist von innen verriegelt. Ich dachte eigentlich, dass wir innen sind, aber okay. Ich wünschte, ich hätte Zeit für Bilder betrachten. Na, hä? Alleine, wenn man sich das selber vor Augen hält, vor Augen hält, versteht er, sich selber das sagt, hat man doch schon die Zeit. So, wir haben leider den kleinen Schlüssel weggetan. Ich weiß leider nicht mehr, wofür der da ist. Da hinten haben wir auch schon den Zombie hinter der Ecke gesehen. Ich habe so ein bisschen Angst. Wartet mal, ich renne einfach mal so hin. Hallo. Ich habe wirklich Schiss, wenn ich... Es gibt natürlich Profis, die können ja jeden Zombie einzeln messern, aber ich krieg das nicht. Ja, ist er tot? Das war doch eigentlich schon der Sound, dass er tot ist. Nein. Doch, geil, es hat ausgereicht. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir haben schon wieder so wenig Munition. Aber ich kann das echt nicht, ey. Es gibt manche, die können anschnippeln. Und es gibt hier noch keine Taste, dass ich mich schnell drehen kann. Das gab es dann, glaube ich, für PC oder so. Okay. Hier geht's sogar hin. Ich hätte schwören können, dass diese Tür verschlossen ist. Kleines Kraut. Möchten Sie dies nehmen? Auf jeden Fall. Zwei Kräuter ist besser als eins. Da könnte ich theoretisch schon eins nehmen. Ich weiß echt nicht. Er hat uns zwar erst einmal getroffen, so ein Zombie hat uns angeknuspert, aber da liegt Holz im Kamin. An der Wand befindet sich Papierfetzen. Ja, ich weiß auch, dass man das anzünden muss, aber irgendwie fehlt mir das Feuerzeug. Ich hätte schwören können, dass man das immer von Standard aus hat. Aber hat man anscheinend nicht. Ein Helm ist eingraviert. Da war es eine kurze Freude. Ich hätte schwören können, dass wir das Feuerzeug haben. Okay, also bis jetzt landen wir eigentlich überall noch so in Sackgassen. So den grünen Faden, wo es jetzt lang geht, weiß ich immer noch nicht. Wir haben halt den kleinen Schlüssel. Aber wir hatten bis jetzt noch keine Tür, die sich mit einem kleinen Schlüssel öffnen lässt. Sie haben sie geöffnet, ne? Das ist auch schon mal positiv. Hier waren wir ja schon. Das ist doch jetzt scheiße. Das heißt, wir sind hier einfach nur einen Rundweg gelaufen, haben aber jetzt eigentlich keinen Vorteil davon, ne? Das Ding ging auch nicht auf, oder? Nee, das war Rüstung, ne? Rüstung, genau, eingraviert. Alter, wo ging das denn lang? Na gut, also wir überlegen mal. Unten waren wir, da geht's links wieder in den ins Esszimmer und da hinten kommt der Zombie. Ich glaube, da war nichts. Also da können wir noch nicht lang. Rechts oben geht's nicht lang, rechts unten geht's nicht lang. Hier haben wir noch eine große Tür. Hier ist nichts weiter. Ey, das Haus ist so gut aufgebaut. Okay, die Tür geht auf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was soll es anderes sein, natürlich.
Ah, das Esszimmer oben, natürlich, das ergibt ja Sinn. Da drüben haben wir einen Zombie, dann gehen wir einfach mal hier lang. Oh. Okay. Also den anderen Zombie können wir ja dann umgehen, wir müssen ja nur einen Toten machen. Aber den muss ich auf jeden Fall töten hier. Oh, das sieht auch so beeilen, ne? Meine Güte, Alter, vermutet es Kackfleisch, aber es sind so schnell auf dem Bein, gerade beim Aufstehen. Ah, soll ich beide töten? Okay, der ist hinüber. Das kostet mich zu viel Money, das kostet mich echt zu viel Money. Ich habe noch nicht mal mehr ein Magazin. Das mache ich nicht. So, dann muss es hier lang gehen. Also, wenn ich mehr Muni habe, dann mache ich das gerne. Aber jetzt, wenn ich einfach hier irgendwo hinrenne. Ja, drei! Fall. Oh. Okay, wir müssen uns leider einmal beißen lassen. I. Der beißt ja gar nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt wegrenne. Ich würde den gerne töten, damit er wenigstens weg ist. Alter, schieß doch auf den! Scheiße. Ach. Kacke, alles leer gebratzt. Das, was ich gerade nicht wollte. Ich wollte wenigstens den töten. Ich glaube, der ist dann nämlich weg, wenn ich das nächste Mal wieder komme. Und so sind sie beide wieder da. Das wird nichts, das wird nichts. Wir müssen weg. Wir müssen abhauen. Wir brauchen mehr Muni. Ich glaube, wenn wir jetzt die Treppe runtergehen und dann wieder hochgehen, ist der nicht getötete wieder mit voller Energie da. Alter! Alter! Ich erinnere mich gerade, hier unten war doch ein Safe-Raum, aber so viele Zombies waren doch nie da. Sag mal, Jill hat doch echt... Jill war immer der einfache Schwierigkeitsgrad. Wow! What is it? What? Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Ach, das ist Rebecca. Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Wissen die, wo die gerade da sind, dass da draußen die Apokalypse vor der Tür ist? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. Es ist so dumm. Es ist schon echt dumm. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Ah, da liegt was. Ein schöner Schlüssel. Möchten Sie dies nehmen? Herrenhausschlüssel. Ja, auf jeden Fall wollen wir den nehmen. Die Frage ist doch, was ist das für ein Schlüssel? Eine alte Schreibmaschine. Hätte ich ein Farbband. Schade, ich hätte eigentlich gedacht, dass hier noch eins liegt. So, was ist das denn für ein Schlüssel? Prüfen. Der Schwertschlüssel. Wohl dem, der sich gemerkt hat, wo er hingehört, ne? Ist das auf der Karte eingezeichnet? Ich vermute nicht. Nö. Schwertschlüssel. Okay, aber wir sehen... Kann ich hier ranzoomen? Nee, ne? Geht nicht. Wir sind jetzt in dem roten Abteil. Hier sind die Treppe runtergelaufen. Da hinten sind noch zwei Türen. Schwertschlüssel. Oh, hätte ich mal wenigstens Muni. Wir speichern auf jeden Fall einmal ab. Auf jeden Fall, denn ich habe wirklich verdammt viel Schiss. Ach, stimmt, das andere Farbband, das habe ich ja in der Eingangshalle liegen lassen. Ich Trottel. Hätte ich es mal doch mitgenommen.
Okay, wir machen uns einfach mal so 3 Speicherpunkte, falls es wirklich mal in die Binsen geht. Nehmen wir mal den 2. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da hinten weitergeht in dem Gang. Ob wir dahin müssen oder ob das vielleicht ein Dead End ist und dass ich da den Schlüssel nicht benutzen kann. Aber ey, sie ist doch hier so eine Krankenschwester. Kann sie uns nicht einfach mal so ganz mir nichts, dir nichts, zufällig heilen? Habe ich jetzt das richtig gemacht? Ja. I wonder if everybody is. Okay, mehr erzählt sie nicht. Ja, und ich würde gerne wissen, warum du mir kein Pflaster mehr auf die Nase kleben kannst, Mädchen. So, ist hier noch irgendwas? Vitamine und Seren. Wird nochmal wichtig werden, erinnere ich mich dran. Erinnere ich mich dran. Dieser Raum wird nochmal sehr wichtig werden. So, wir rennen jetzt raus. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Hä? Werden sie Rhaegar mit sich nehmen? Ja, okay, gerne, oder? Ich meine, das Mädchen jetzt hier alleine zu lassen, ist ja auch blöd. Sir, I'll do my best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Nein, du sollst jetzt mitkommen. Das darf ich nicht entscheiden. Sie soll uns helfen, Mann. Ich bin fast tot, habe nur ein Messer in der Hand und draußen warten 2 Zombies. Das will ich nicht. Scheiße hier. Paco. Mach auf! Fest verschlossen. Rüstung. Super. Okay, hier geht's auf. Ich brauch Muni, Leute. Ich brauch Muni. Mit dem Messer da in der Hand, das wird nix. Ja. Ah, fick die Hände. Meine Güte. Das sind ja so viele. Oh nein, ich höre was. Ich höre was. Oh nein, und ich sehe was. Diese stinkende Pflanze da, die müssen wir vergiften. Und ich habe natürlich nicht dieses Gift mit. Hätte ich das gewusst, dass es direkt um die Ecke ist. Ach, ärgerlich. Die Frage ist natürlich, komme ich jetzt noch mal an den ganzen Zombies dran vorbei? Bis zu Rebecca. Ich meine, wenn nicht, wir haben ja abgespeichert, aber... Zwei Bissen. Wir wurden einmal gebissen. Ey, sonst ist doch immer sehr gut. Dann gibt's nochmal hellgrün. Und hier ist gleich Achtung. Der hält ja gar nichts aus. Der hält ja gar nichts aus. Okay, das war Resident Evil. Das war die Geschichte von Chris Redfield. Wir müssen uns auf jeden Fall heilen. Wir müssen uns auf jeden Fall heilen. Denn das war mehr oder weniger dann doch eher Zufall, dass ich bis dahin überhaupt kam. Hätte ich das gewusst? Ist auch sowas. Ne? Heutzutage Autoheilung, dann vor 10 Jahren hat es der wenigstens noch eine Prozentanzeige. Ganz früher? Nee, lame. Das wird nur so angedeutet. Achtung ist halt Achtung. Ne? Achtung heißt, es könnte gut gehen oder du bist gleich am Arsch. Ist halt so. Finde ich damit ab. Okay, heilen und dieses komische Vierglück, ja, dankeschön. Heilen. Jetzt mal okay. Heilen, das wieder wegtun und das... Ey, das Messer ist auch so unnütz. Diese Chemikalie müssen wir mitnehmen. Der kleine Schlüssel, ja, der wird mir wahrscheinlich in dem Weg stehen. Am liebsten würde ich das noch mitnehmen, aber das ist... Warte mal, ich nehme das mit, aber lass mal das Heilspray hier. Weil das ist, glaube ich, was, wenn es dir richtig dreckig geht, dann heilt es einen komplett. Ja, die Waffe nehme ich lieber mit, falls ich dann doch zufällig mal Munition finden sollte. So, jetzt wird sie uns natürlich hier nochmal ansprechen. Das ist nicht überspringen. Was sage ich, wenn ich jetzt sage nein? Let's do it. Du bleibst jetzt hier und wartest auf dein Lebensende und ich versuche zu flüchten. Würde man darauf hören?
Ja, natürlich gehe ich vorne weg. Ich gehe gerne vorne weg. Ich mache das gerne. Ich mit meinem kleinen Taschenmesser, Schweizer Taschenmesser, ich butter den Zombies noch eine drauf. So, das geht sogar einigermaßen gut hier. Ah, ich bin zu gut für dich. So, der Anfang hier war ja auch nicht so schlecht. Wenn ich jetzt erstmal nach rechts gehe. So, die herlocke. Jetzt hier volle Möhre rumziehe. Dann kommt er. Den trick sich aus. So, die Annahme. Mann, ey, die sind aber auch beißwütig. Lass mich raten. Achtung. Oh, kann ich gleich wieder benutzen. So ein Scheiß. Und den ganzen Weg wieder zurück. Wie soll ich das machen? Heißt es nicht immer in einer Zombie-Apokalypse, wenn du einmal gebissen wirst, dann verwandelst du dich auch in Zombie? So. Du Pflanze der Hölle. Das ist guter Dünger. Lass es dir schmecken. Ja, da hinten, da lauert auch ein Schlüssel auf uns, oder? Oh, wie viel grünes Zeug ist denn da, bitte? Das ist ja der Hammer. Okay, wir haben hier schon... Warte mal. Alter, der Raum ist ja echt Gold wert. Da ist ja so viel grünes Kram. Herrenhausschlüssel. Wir gucken auch gleich mal, was das für da ist. Warte. Oh, da ist ja sogar ein rotes Kraut. Wie hammermäßig ist das denn bitte? Wir nehmen ein rotes, dann nehmen wir ein grünes, kombinieren das und dann nehmen wir noch ein grünes. Das ist es. Und wenn es uns mal richtig kacke geht, dann renne ich trotzdem nicht hierher, weil an diesen drei Zombies da vorbeizurennen, das ist ja... Das ist doch scheiße, ist das. Möchten Sie so? Ja, also ihr wisst ja noch, rot und grün verstärkt grün. Man kann auch grün und blau kombinieren, dann heilt es ein und man hat dann eben, hebt die Vergiftung auf. So, möchten Sie das nochmal nehmen? Auf jeden Fall. Jetzt habe ich halt so viele Schlüssel, das ist halt immer das Problem, wenn man nicht weiß, wohin mit den Schlüsseln. Ich habe halt wieder mal keinen Dunst, wo der blöde Schlüssel hinkommt. Und wenn man dann irgendwann mit drei Schlüsseln im Gepäck rumläuft, das ist halt auch nicht so günstig, weil man einfach keinen Platz mehr im Inventar hat. So, der wird mich natürlich jetzt wieder anbeißen. Warte mal, wenn ich... Ha! Ha! Sie haben wir gerade benutzt. Herrenhausschlüssel. Ha! Hör's auf! Yes! Okay, ich sehe da schon, dass da Muni liegt, ne? Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass hier irgendwas nicht Sichtbares ist. Ah, scheiße. Ach, sie können es nicht mal nehmen. Oh nein, ich erinnere mich an etwas. Oh nein. Naja, man muss ja durch, ne? Man macht, was man tun kann. Hallo. Alter. So ein Sack, ey. Na, Gefahr. Was ist denn hier bitte los? Und jetzt ist wieder Achtung. Der zieht mir einfach mal zwei Balken davon ab, oder was? Das kann doch nicht sein. Kriegt man hier irgendwo eine Rüstung oder irgendwas? Ein Halsschutz? Ein Schal? Ich brauche einen Schal. Ja, Waffenwechsel. Wenn der mich jetzt einmal erwischt, bin ich auch wieder tot. Ja, schieß ruhig daneben. Mann, jetzt trifft doch. Oh nein. Die Mucke ist immer noch aktiv. Das ist immer ein Indiz dafür, dass er eigentlich noch lebt, ne?
Also einmal messern, vielleicht ist er dann tot. Ich habe ihn ja schon mal gemessert. Nein. Er ist nicht tot. Dreckiges Zombie-Schwein. Oh Gott. Ey Leute, das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin schon wieder fast tot. Alter, das ist Muni. Ey, das ist Schrotflinten-Muni. Alter. Wenn ich die jetzt nehme, habe ich wieder keinen Platz im Inventar. Ach egal, die nehme ich mit, ey. Die vergesse ich sonst irgendwann. Das geht nicht. So, und das ganze Spektakel haben wir eigentlich wegen dieses Buches gemacht. Und das ist eigentlich ganz interessant. Tagebuch des Wärters. 9. Mai 1998. Heute Nacht haben wir Poker, das ist ein O. Poker gespielt, ich wollte schon sagen, was ist Parker? Poker gespielt mit dem Wachmann Scott, sowie Elias und Steve vom Forscherteam. Forscherteam im Herrenhaus? Steve hatte großes Glück, aber ich glaube, er hat gemogelt. Was für ein Mistkerl. 10. Mai 1998. Heute hat mich ein hochrangiger Wissenschaftler gebeten, auf ein paar neue Ungeheuer aufzupassen. Echt Ungeheuer? Naja, was man nicht alles macht, ne? Sie sehen aus wie Gorillas, die keine Haut haben. Man hat mir aufgekratzt... Was? Man hat mir aufgekratzt, sie mit lebendem Futter zu versorgen. Aufgetragen? Ey, ich kann die Schrift echt nicht gut lesen. Als ich ein Schwein hineinwarf, fingen sie an, damit zu spielen, rissen dem Schwein dann die Beine ab und zogen seine Gedärme heraus. Lecker! Bevor sie es dann endlich fraßen. 11. Mai 1998, gegen 5 Uhr. Heute Morgen kam Scott herein und weckte mich abrupt auf. Er trug einen Schutzanzug, der wie ein Raumanzug aussah. Er forderte mich auf, ebenfalls einen anzuziehen. Ich erfuhr, dass es im Keller des Labors einen Zwischenfall gegeben habe. Das hat mich nicht weiter erstaunt, denn diese Gelehrten ruhen sich nie aus, nicht mal bei Nacht. 12. Mai 1998. Seit gestern trage ich jetzt schon auf den lästigen Schutzanzug. Meine Haut wird runzlig und juckt ganz fürchterlich. Als eine Art Rache habe ich heute die Hunde nicht gefüttert. Jetzt fühle ich mich besser. 13. Mai 1998. Ich bin heute zur medizinischen Versorgung gegangen, weil mein Rücken völlig geschwollen war und schrecklich juckte. Sie haben einen großen Verband um meinen Rücken gewickelt. Und der Doktor sagte mir, ich müsste den Schutzanzug nicht länger tragen. Ich vermute, heute Nacht kann ich gut schlafen. 14. Mai 1998. Als ich heute Morgen aufwachte, fand ich eine Blase an meinem Fuß. Sie war sehr schmerzhaft. Als ich zum Hundezwinger ging, konnte ich schließlich nur noch den Fuß hinter mir herziehen. Die Biester sind seit dem Morgen ruhig. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich stellte fest, dass einige von ihnen abgehauen waren. Wahrscheinlich bekomme ich mächtig Ärger, wenn meine Vorgesetzten das herauskriegen. 15. Mai 1998. Obwohl ich mich nicht wohlfühlte, hatte ich mich entschlossen, Nancy mal wieder zu besuchen. Seit langer Zeit hatte ich heute das erste... Seit langer Zeit hatte ich heute das erste Mal... wieder einen freien Tag. Ich wurde allerdings auf dem Weg nach... Leerzeichen, das ist doch noch komplizierter dann. Weg nach draußen von der Wache angehalten. Sie behaupten, die Firma hätte angeordnet, dass niemand das Gelände verlassen darf. Ich darf nicht einmal mehr telefonieren. Was für ein Spiel wird hier eigentlich gespielt? Resident Evil. 16. Mai 1998. Ich hörte, dass einer der Wissenschaftler, der versucht hatte, aus dem Anwesen zu entkommen, in der letzten Nacht erschossen wurde. Mein ganzer Körper hat heute Nacht gebrannt und gejuckt. Als ich an einer geschwollenen Stelle an meinem Arm gekratzt habe, fiel ein Klumpen verfaultes Fleisch ab. Was zur Hölle passiert mit mir? 19. Mai 1998. Fieber weg, aber jucken. Hungrig und Hundefutter gegessen. Aha. Kratzen. Scott gekommen. Gesicht hässlich, Daumen getötet, lecker. 2 Jucken, lecker. Tagebuch des Wärters. Wurde gespeichert. Na gut, diese Rechtschreibfehler und so, das kann natürlich sein. Man merkt's schon, der Virus ist in dem Typen drinne. Und das war der in dem Schrank hier drinne ist. Der ist halt von dem Virus halt irgendwie was abbekommen. Und dem ging's dann nicht ganz so gut. Ne? Ist halt so. So ein Virus ist schon so eine Sache. Keiner mag das.
Nee. Ich hoffe, jetzt kriegen wir hier hinten das Ding auf. Yes, sie haben es geöffnet. So, wir haben jetzt zwei neue Schlüssel. Und keinen Platz im Inventar. Ah. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang und da haben wir ihn ja wieder hier, ne? Hallo, ach so, er dreht. Ich drehe hier schon seit Stunden. Einfach meine Runden. Ich hoffe, den kann ich jetzt killen. Mein Schuss umsonst. Oh, sehr gut. Ich glaube, guck mal hier. Lecker, da liegt der Kopf, die Leiche angefressen. Draußen ist es verdächtig still. Dieser Leiche. Sollte ich vielleicht etwas finden? Vom Bravo-Team. Er ist kaum noch zu erkennen. Yes! So, erstmal einen Schritt fassen, denn jeder richtige Soldat hat da Munition, die ich nicht aufnehmen kann. Egal, ich benutze jetzt das Kraut. Notfalls kann ich auch wieder zurückrennen. Und kann mir Neues holen. So, dass wir wenigstens wieder auch okay sind. Bei ihm ist es wirklich so, man ist einfach, man hat so wenig Platz. Mit Jill hat man zwei Plätze mehr. Das ist halt wirklich dann einfach immer wesentlich einfacher. So, jetzt müssen wir halt gucken. Wir haben zwei Schlüssel. Anfangs hat man gar keinen, da wusste ich nicht, wo es lang geht. Jetzt habe ich gleich zwei. Super. Weiß ich auch nicht, was wir machen. Gerade benutzt. So, das ging ja einfach. Schade. Ich dachte, es funktioniert nochmal. Also wenn man den Schlüssel so oft benutzt hat, dass man keine Tür mehr damit öffnen kann, dann kann man den auch ablegen. Das wird einem angezeigt. Ah, schöne Bar und das Klavier. Das Klavier. Ist hier nicht irgendwas? Bisschen Muni? Das ist echt voll geil, oder? Guck mal hier an. Hier so einen kleinen dekadenten Whisky trinken. Jetzt rennt doch an der blöden Pflanze vorbei. Okay, ist hier irgendwas? Ich glaube, ich muss es in die andere Richtung schieben. Das wäre es. Ey, jetzt das Regal davor geschoben. Hä? Aha, gut. Okay. Natürlich ist es wieder ein Gegenstand. So eine Kacke. Können Sie nicht noch mehr tragen? Am liebsten würde ich jetzt die zwei Schuss rausballern, aber ganz ehrlich, die zwei Schuss sind zwei Schuss, die will ich jetzt nicht versemmeln. Das ist mir echt einfach, das ist es mir nicht wert. Das meine ich. Wir müssen Muni sparen. So, kommen wir in die Haupthalle und jetzt muss ich überlegen, wenn wir in die Haupthalle kommen, auf der rechten Seite hatten wir ja noch zwei andere Türen. Vielleicht haben wir Glück und können da mit den Schlüsseln jetzt was aufmachen. Ey, es ist ohne Mist, es ist ganz, ganz anders aufgebaut als mit Jill. Also mit Jill hätte ich jetzt wahrscheinlich den Weg noch irgendwie gekannt. Und vor allem hätte ich Muni gehabt. Ne? Da kann man wirklich einfach die Zombies wegballern. Ah, jetzt kann ich nicht mehr abspeichern. Na super. Kann ich nicht mehr abspeichern, weil ich natürlich keinen Platz im Inventar habe. Gerade benutzt. Herrenhausschlüssel. Muni. Lass die. Bitte darf ich die jetzt nehmen. Oh, es geht. Zum Glück, ey. Jetzt haben wir natürlich die Schrotflintenmunition und die brauchen wir gar nicht. Fall doch mal schneller um. Dreckiges Biest. Weg. Guck mal, wie. Also das muss der mir zeigen, wie der das gelernt hat, aufstehen in drei Zügen oder sowas. Das ist ja der Hammer. So schnell wie der aufsteht. War ein richtig guter Mitarbeiter hier bestimmt. Nochmal. Oh, Leute, nee.
stimmt, das gab's ja auch noch. Alter. Das gab's ja auch noch. Stimmt, die beißen ja in die Füße rein. Schreibtisch ist verschlossen. Ach, wir haben noch den kleinen Schlüssel. Dafür vielleicht. Ah, Jill konnte das immer mit den Dietrich aufmachen und er braucht dann kleine Schlüssel. Das ist ja richtig geil. Da muss man auch noch immer kleine Schlüssel finden. Was ja sonst geradezu einfach wäre. Und den würde ich am liebsten so platt machen. Das schaffen wir doch wohl, auch wenn es ewig dauern wird. Das müssen wir jetzt machen. Oh. Die Rache von Chris. Stirb. Ist das dämlich. Der Zombie-Killer Nummer 1. Als hätte er sein ganzes Leben lang nichts anderes getan. Ich stech dir so lange in den Arsch, bis du tot bist. Du bist ja schon tot. Mann, ey. Überleg mal, der hätte mir jetzt dreimal im Fuß gebissen. Ich mach das hier immer wieder weiter. Okay, also diesen Raum müssen wir uns auf jeden Fall merken. Oh, und noch Heilzeug. Ist hier noch was? Na, vielen Dank. Was ist denn das hier eigentlich? Nichts von Bedeutung. Das sieht aus wie so ein Beichtstuhl. Sie haben keinen Schlüssel für diesen Raum. Wieder ein Schlüssel. Ey, die Spiegelung für die damalige Zeit, das ist doch echt der Hammer. Okay, also es gibt schon viele Räume, wo ich echt jetzt viel liegen lassen habe. Gerade für Heilzeug. Jetzt keine storyrelevanten Sachen, aber dennoch. Okay, wir wechseln auf jeden Fall wieder zur Waffe. Wir brauchen irgendwo ein Safe Room. Aber wir könnten jetzt nochmal in die andere Tür hier rechts reingucken, wo wir jetzt letzte Mal schon drinne waren. Vielleicht können wir mit dem anderen Schlüssel, ich glaube mit dem Schwertschlüssel, den hat man doch. Da könnte man doch jetzt theoretisch hier rein. Glaube ich. Oder? Yes! Und wir haben's. Ist jetzt nutzlos. Wegwerfen? Okay. Sehr gut. Damit hätten wir das Rätsel gelöst und können jetzt hier rein. Und jetzt kommt eine der ikonischsten Szenen im kompletten Computerspiel-Universum. Immer wieder kommt das. Und ich habe mich damals so erschreckt. Hier einfach durchrennen. Rennen. Sowas von genial, oder? Sowas von genial. Man geht da erst langsam rein. Natürlich geht man erst langsam rein. Dann springt er durch die Scheibe und macht einen einfach sowas von nackig. Okay. Hier geht's raus. Wir haben auch noch einen Platz. Aber Leute, ich finde, für diesen Part reicht's jetzt echt. Wir haben eine halbe Stunde. Ich wollte immer wieder bis zum nächsten Safe-Raum, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo einer ist. Und bevor das hier ins Bodenlose geht, sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen von Resident Evil, dem zweiten Teil hiervon. Also nicht Resident Evil, zweiter Teil, sondern Part 2. Wir machen das nächste Mal hier weiter. Danke fürs Zusehen.